Hallo, wunderschönen guten Tag. Wir gehen direkt rein mit Isla, wie bereits versprochen. Jumpen wir hin. So, wir können uns für einen Spell entscheiden. Entweder wir können ein sprintender Tornado werden. Oder als ein Dodge hier. Jumps back and leaves behind a clone that explodes. Wie wär's denn mit dem Clone? Der klingt doch schon mal relativ... Ja, der wäre interessant gewesen, aber ich habe ihn leider für ein bisschen Quarz geopfert. Cool to know, dass das geht. Dann Guardian Prowess. Wir sind hier natürlich auch auf Level 1, aber wir dürfen jetzt eine Prowess, ne? Für unser Signature Spell. Thunderstrike. Nimbus. Ich weiß jetzt nicht, was Nimbus bedeutet. Einen Burn. Ich nehme mal das hier mit. Das heißt, wenn ich hier mein Signature Spell genutzt habe, dann bekomme ich danach einen Burn auf den Gegner drauf. Wir gehen in dieses Portal rein. Wir sind hier ein bisschen flotter von den Angriffen, hatte ich zumindest das Gefühl. Und wir haben hier keinen Dodge, ne? Oh. Dafür haben wir hier einen guten Range-Angriff. Hoppala. Passt schon. Als muss man sich ja erstmal auch hier wieder reinfinden. Gleich die Heilung mit reinnehmen. Das war keine Kiste. Okay, das war nur ein... Naja, okay. Ich hab ehrlich direkt aufs Gambit gehen. Gambit fand ich jetzt eigentlich eine relativ charmante Sache. Komme ich da schon rein? Da komme ich schon rein. Das heißt, ich kann jetzt einen upgraden von der Power her. Vollkommen egal, welchen ich hier nehme. Aber was klar ist, ist, dass ich dort dann das Gambit reinsetzen werde. Okay, da ist der Burn drauf. Ah, ich verstehe. Der Burn explodiert auch noch. Mana. No heal. Ich verstehe. Es ist nur alles ein klein bisschen nicht finden, ne? Oh, da hätte ich noch mal kurz hoch müssen. Für die Heilung, die nehmen wir natürlich schon mit. So, unser Gambit, das wir mitnehmen, wäre einmal Fire, was wir mitnehmen können. Warte. Common Gambit? Heroic Gambit? Okay, da gibt es auch noch ein paar Unterschiede. Jetzt weiß ich halt nicht. Ich glaube, ich habe hier Eternal Knives. Ich habe hier... Das ist Feuer. Das ist Neutral. Das ist Electric. Und ich habe Neutral dabei. Jetzt lassen wir mal lügen. Das hier müsste eigentlich jetzt diesen Spell verstärken. Auch nochmal durch das Gambit. Genau, da gehen 10% oben drauf. Das scheint funktioniert zu haben. Das heißt, on cast haben wir hier nochmal vom Missiles, die wir da casten. Gehen wir doch den Weg, hey. Das sind genauso drei Schlüssel. Warum sollte ich mir jetzt schwerer machen? Mana. Mana geht aus. Alright. Kriegen wir easy so. Das war doch entspannt jetzt. Training Shows, absolut. Weiter. Oh, was ist das? So, ja, stimmt. Da kriege ich jetzt wieder ein Spell. Nachdem ich die letzten verbundelt habe. So, Fatal Dash, a Dash Forward, Slashing Opponents on the Way. Oder hier Ravaging Spheres, cast two Spheres, orbiting around casted on Spellcast Great Wound Snowflake. Okay, dann nehme ich das hier mit, statt, hier ist ja unser Eternal drin, dann nehme ich statt dem hier das. Das passt. Und den hier kann ich jetzt, genau, den kann ich für ihr wisst schon, wer es wegmachen. Kommt, Exploring Room.
Let's proceed. I'm out of shards. Cool. Exploring Quad. Was brauche ich das Quad? Hat das schon jemand herausgefunden? I need to gain mana. Ich weiß es halt noch nicht. Wir werden es schon noch herausfinden. Double Ouch. Und den nehmen wir auf jeden Fall mit. Critical Chance, Mana um 1. Wir nehmen Crit mit. 2% Crit sind nicht viel. Aber ich mag Crit. Any Crit ist gut Crit. Gerade so 2%, die sind immer so unscheinbar und dann doch wieder cool. Ja. Muss ich mal kurz weg. Ich habe auch genug Möglichkeiten hier der Heilung. Hopp. So. Also Aura war, was wir praktisch selber haben. Create to Nimbus, Guardian Shield. When Hero is hit, gain 2 Shield is unique. Den könnte man öfter mitnehmen. Increased Wisp Damage. Wisp follows you and shoots 4 Fire Protectors on any... Okay. Den nehmen wir mal mit. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich habe noch keinen Wisp. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade eine Aura verschwendet. Es ist flott, es ist schnell, es ist... Also... Im Endeffekt habe ich gerade dasselbe gesagt. Nein, es ist flott von der Spielweise, es ist schön schnell von der... Attack Speed gibt es auch noch. Oh, Attack Speed, hallo. Und hier riechen gerne mit. Also es ist flott von der Spielweise, es ist schön... Ja, man merkt einfach, es ist einfach... Man hat da was. Ambers. Also ich könnte auch den hier jetzt nehmen und hier reinpacken. Dadurch wird der wieder um 10% stärker. Missiles. Nehmen wir wieder Schlüssel. Wie viele Schlüssel habe ich? Einen noch. Ja, dann nehmen wir mal Schlüssel wieder mit. Exploration requires precision. Das ist kein Exploration hier, oder? Infinite Mana. Ja, aber sowas von, ne? Du kannst keine Spells casten. Nein, ich habe keinen einzigen bekommen. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Das war gelogen mit der Zeit. Ich hatte keine Zeit mehr. Und Infinite Mana war auch ein bisschen gelogen. Er immer wieder, ne? Der haut so schnell zu. Der hat mich ja vorher noch gekriegt, ne? Ah, okay. Schlüssel her. Kein Astral Spirit. Nichts bekommen. Wir gehen hier weiter Richtung Aura. Exploration Room dauert ein bisschen länger, ne? Ah, dann ist das halt so. Kriege ich hier noch was? Aber... Change Reward. Ach so läuft das hier. Stone Utter, ja, da kriege ich halt meinen Bonus oder... Aber Feathers, da kann ich einen Spell jetzt gerade increase um 2. Dann würde ich hier natürlich meine Spirits nehmen, die um mich herumflattern. Richtig, richtig strong. Jetzt hat die noch ein bisschen buffen, wäre auch nicht schlecht. Okay, ich sehe schon, wohin das führt. Ich sehe schon, wo das hinführt. Und zwar hier zu kleinen Irgendwassen. Nee, im Endeffekt führt es dorthin, dass man sich so ein, zwei Spells wahrscheinlich aussuchen muss in seinem Kit. Und mit denen ist es dann. Und wir haben jetzt gerade unseren Frostspell, mit dem ist es das eigentlich auch gerade ganz gut. So, Auras. On enemies. Na, 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 na.
Enemies, die brennen, 10% mehr Crit. Klingt gut, aber naja. 10% Freeze, ein extra Jump. Hold to Savage for Stars. Also wir können das für Stars opfern. Was sind Stars? Wir werden es herausfinden. Das sind die Level, die wir hier nebenbei sammeln. Ne? Hat einen Raum mit der Bar. Da kriegen wir noch was. Einfach mal testen, ne? Oh. Okay. What'll it be today? Healing Shard ist fades away. Kurzer Test. Okay. Hello? Hello? What is this place? A customer. I'm Andromeda, and I welcome you to the old Medusa head. This place is very cozy. That's nice to hear. I want this place to be a haven for everyone. Come closer, I don't bite. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall unsere Stars. Incredible cocktail, my friend. Max Life, Strange. Möchte ich kurz nochmal gucken. Shooting Stars increase in Aura Quality. Okay, wie geht das? Combustion, Fire Explosion, Size and Damage are proper. Okay, hier mit unseren... Aha. Also es ist einfach hier nochmal ein riesiger Shop. Hier kann ich mir nochmal ein paar Gambits holen. Was bist du? Unlocker Gambit Slot, okay, das brauche ich jetzt glaube ich nicht. Magic Cyclone, das ist. Sieht schon mal wieder wie ein stärkerer Angriff aus. Oder? Oder zeigt das nur das Element an? Das ist Gift, das hier ist Eis, das hier ist Blitz. Okay, das zeigt das Element an. Moment. Moment, Moment. Ich habe hier noch meine Stars. Das heißt, wir gehen hier nochmal. Ne? Wir gehen hier nochmal auf Star. Dann kann ich hier. Eine Aura verstärken. Das kann ich noch einmal machen. Und hier könnte ich jetzt mir erstmal. Moment, wir holen uns erstmal hier Eis. Für unseren. Für unsere Sphären. Damit das Ding stärker wird. Jo. Was haben wir hier noch? Nochmal eine Snowflake. Was kriegen wir da? Neutral. Und was ist hier? Poison. Wie wäre es denn, wenn wir dieses Ding hier mitnehmen? Statt dem hier. Der ist nämlich noch komplett ohne alles. Die haben jeweils eben schon was drinnen. Statt dem hier. Genau. Dann kann ich den hier auch wieder auf. Weg damit. Und dann hole ich mir noch dieses Gambit-Ding. Für unsere Schurken. Gut. Könnt ihr jetzt das Ganze nochmal neu machen, aber machen wir nicht. Das war's. Wir gehen jetzt in den Bossroom, in den ersten. I feel confident. Next fight will be my win. Okay, in den nächsten Zodiac. In den ersten Zodiac. Aber mir scheint der Sven. Hello. Hey there. New face. I'm Taurus. We're the jailers here, and you, well, you're the prisoners. End of the line for you. You are not my target. Please let me through. Me and my fellow Zodiacs, we have one job. Unfortunately for you, it's to stop you from leaving. Nothing personal. I see. At any rate, I knew I would have to beat the pawns before I could meet the master. Mm-hmm. I can't. Okay. Hey, never mind, sorry. Aha, aha. Okay, ja, dann muss ich mit einem anderen Ding arbeiten.
Da müsste ich eigentlich damit arbeiten, dass ich halt weg. Ja. War nicht schlecht, oder? Well played. Well played. Danke. Und was hat er jetzt? Ah, ich verstehe. Nicht schlimm. Jetzt wird's schlimm. No shards. No mana. I like your style. You might have a chance to save us all. Was? Go on, run. To save us Is all? Is that it? For now, there are 11 more Zodiacs on your path. Good luck, Isla. All right. Okay, dann haben wir den ersten jetzt hier. Grab the chest. Dann müssen wir ein bisschen ran. Ein Level up. So, was kriegen wir hier? Ich krieg eine Aura. Snowflake Damage Increase. If the enemy is full life, summon a Spirit Sword. Das ist interessant. When Hero is hit, create 2 Snowflakes. Das wäre Hit on Me. 4% Rüstung. Ah, weiß ich nicht. Nee. Increase Snowflake Damage. Ah, Moment. Da kann ich dann schauen, wie es aussieht, wenn ich jetzt das erhöhe. Okay. Okay. Ich möchte gerade kurz meine Fähigkeiten durchsehen, weil hier werde ich eine Snowflake, aber 2 Large Seas. Ja, komm. Wir nehmen die Aura mit. Die Snowflake Aura. Wir haben jetzt Tauros gekillt. From the Fragment and Plains to the Red Barns. The sun hits hard here. Mhm. Und wir kriegen hier nochmal eine Gardeners Aura Powers. Diesmal zu unseren Basic Attacks. Das ist eine Power, die zu unseren Basic Attacks geht. Links ist unser... Kann ich das vielleicht swappen? Nee. Ein Basic Attack, 20% Chance to apply... No. A basic... Create 1 Combustion. Increase... Critical Hit Chance bei 20%. Und jetzt kann ich da drüben auch noch eins machen. Okay, Shadow Mark applies Freeze. Increase Damage bei 10%. Komm, machen wir so. Ist schon coole Upgrades, die man hier mitnimmt. Quartz. Also wir wissen jetzt, Quartz praktisch nur ganz am Ende irgendwo, wo uns das was bringt. Aber die Sterne zu sammeln bringt uns auch schon echt einiges. Wait. Neue Gegner. War's das? Nö, natürlich nicht. Man findet sich super easy smooth rein. Das finde ich halt so cool gerade im Spiel. Im zweiten Durchlauf, es klappt hier eigentlich ohne Probleme. Na, wir gehen wieder den schwereren Weg, ganz klar. Wir wollen möglichst viele Upgrades mitnehmen. Nee. Das klappt hier schon gut. Mal gucken, dass ich wieder ein bisschen Leben dazu kriege. Die Fighting Areas finde ich halt angenehmsten. Nehme ich jetzt Quad mit. Da ist ein Dreier, da ein Dreier. Hier ist ein Quiet Room. Wir checken mal den Quiet Room aus. Einfach nur um zu schauen, hey, was geht denn hier? Oh, jede Menge Heilung. Also bist du auf jeden Fall voll danach. Voller Mana, voller alles. Und wir können sogar hinsetzen. Ah ja, das würde sie. Okay, weiter geht's. Nee.
Da gibt's ein Gambit. Aber hä? Was war das für ein Raum? Surely there's something useful here. Status. Stellar Tempest. Oh, was? Ich hab hier ein Gambit. Ach so, ich will... Ah, ich... verstehe. Ja, dann hier einen Wisp. Ganz klar, das packen wir hier auf. Wo habe ich denn mehrere Slots noch? Eigentlich nur hier leider, ne? Alright. Ha? Ich krieg die alle. Ich krieg das, was ich von ihm bekomme, alles. Das ist eine ganz coole Sache. Also letzten Endes war das hier, ist das hier so ein Bonusraum? Aura Reward ist ein Bonusraum, in dem ich erstmal wählen kann, auch welche Richtung ich nehmen möchte. Und dementsprechend läuft es dann. Jetzt habe ich einen Wisp. Ich habe jetzt einfach einen Wisp an meiner Seite. Der auch noch echt strong ist, habe ich das Gefühl. Ich habe 7 Glück. Was kann ich noch nehmen? Donald hat 2. Komm, hauen wir uns selber ein bisschen. Attack Speed um 5%, Mana oder Stärke. Wie wär's mit einem Attack Speed? Stärke. Okay, dachte ich mir, dass ich mit der 2 auswählen darf. Also ich bin ja gerade richtig happy mit meinem Set. Das sieht blöd aus. Wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was es ist, aber es sah böse aus und zu Recht. Eine Aura. On Fall Attack, create 1 Toxic Gas, increase Toxic Damage. Nein, if the enemy is full life, the Spirit Sword, okay. Thundering Spin 2. On Dash, create 1 Lightning Orb. On Dash, 1 Lightning Orb. Ja, doch, das gefällt mir. Nehmen wir mit. Last mistake. Das ist ja praktisch, dass jeder Angriff hier mehr oder weniger was machen kann. Also, zumindest finde ich das gerade krass. Es kann sein, dass mein Spell einen extra Angriff hat. Autsch. Ich kann es machen, dass mein Fall Attack was extra hat. Ich kann machen, dass mein Dash was extra hat. Oh, look at this. The Void. Slot Unlocker und Gambit Reward. Und hier nur so ein... Ja, aber da rechts gibt es halt Level dazu. Also diese Sterne. Hier gibt es... Hier gibt... Was gibt's hier? Ein Gegner. Und hier gibt's einen Gegner. Einen ganz dicken. Okay, das hat geradezu gereicht. Ja, aber meint, das ist... Oh Gott. Das war jetzt dann doch zu viel. So, wir haben hier ultra viel bekommen. Taurus. Ich weiß noch nicht, was diese Erfahrungspunkte sind. Das werden wir relativ bald herausfinden. Ne? Das werden wir... So. Aber wir haben hier 160 Gegner fast geschafft. 464 Sun Spirits. So, und jetzt heißt es, Upgrades bei ihr haben wir neue. Da haben wir Achievements und hier haben wir neue Spells.
Das gucken wir uns natürlich noch ein bisschen flugs an, weil wir haben jetzt inzwischen schon den ersten Zodiac besiegt. Na? You're back. Yep. I'm sure you did your best. Iki trained you well after all. Before you head out again, you might want to visit the Poetic Peddler. They could help increase your skills variety. Okay. Poetic Peddler. Machen wir natürlich. Der war hier rechts unten, der Poetic Peddler. Allerdings auf dem Weg. Okay, ich muss zuerst zu dem. Alles klar, gut, von mir aus. Welcome to our shop. So, okay. A keen eye on your first try. Die Sachen schalte ich gerade einfach so frei durch meine Level-Ups. I guess. So, electrical sculpts. Das heißt, ne? Throw a knife on the ground. Okay, das ist eher so eine Luftattacke. Und hier ein Dodge Sprint Forward Dusted Ignite Shortly After. Alles klar. Bei ihm haben wir aber auch schon was freigeschaltet. Da hätten wir hier den Cutting Kick. Sieht cool aus. Das seht ihr hier. Direkt über mir. Und der Void Punch. Den haben wir auch. Okay, sieht auch cool aus. Aber. Nee. Ich dachte, wir hätten gerade hier noch so ein paar generell freigeschaltet. Aber nö. Das ist es nicht. Okay. Erstmal so weit, so gut. Ich kann noch mal mit ihm reden. Ayla of the Order of Coalescent Sisters. The one who I wish to prove that the Order has a just cause. Okay. We do not believe in random acts of kindness. Everything here must be business. Business. So, ich kann noch mal mit ihm reden und wir werden hier schon informiert, dass es noch ein paar weitere Charaktere gibt. Yo, mit dir wollte ich auch reden. Mana up. Increase maximum Mana bei 100% per Tier. Ich habe nur noch 160 Sunflower-Dinger. Sunshards. Okay, finde ich doof, weil... Naja, okay. Aber nehmen wir ein bisschen Leben mit. Sim. Zertifiziert. Ich glaube dann... Well, I'm the resident stylist here. Okay. I'm not sure style is one of my skills. Sorry. Yes, I had noticed. Oha. Oha, voll der Seitenhieb. Naja, ich habe schon gesehen, dass du nicht so die stylische bist. No. Okay, mit dem kann ich auch nur quatschen, möchte ich aber gerade tatsächlich dann erstmal nicht. Das war's mit der Folge. Ja, das nächste Mal wieder mit, wie hieß er noch gleich? Oh, wait. Yamato is available for purchasing as a DLC. Okay, das ist durchaus fair. Yamato, the Breach Traveler. Play as Yamato, powerful Breach Traveler who has been wandering through all of the Astral Prisoners created by the Master. Okay. Ich guck's kurz mit euch an. Was würde es kosten? 5 Euro. Oh, damit ihr da Bescheid wisst. Wenn ihr da Bock drauf habt, das kam wohl auch, wie es hier aussieht, mit dem neuen DLC rein. Finde ich halt durchaus auch in Ordnung. Kann man machen, muss man nicht. Das heißt, wir halten uns dann lieber hier an Iran beim nächsten Mal. Na? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. War ein relativ erfolgreicher Run. Mal schauen, wie die nächsten werden. Bye!